Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum nächsten Teil, zum nächsten Plan with Mia. Genau, ich habe mir wieder mein Vintage-Album genommen. Ich arbeite ja gerade dieses Projekt ab und es ist mir wirklich so krass wichtig, dass ich das jetzt endlich mal zu einem Abschluss bekomme. Da möchte ich euch natürlich mitnehmen, weil dieses Projekt echt schon mega alt ist. Auf gut Deutsch, wirklich mega, mega alt. Und ich es einfach so lang in eine Schublade reingestopft habe und nicht mehr beachtet habe. Und jetzt möchte ich einfach wirklich mal einen Abschluss schaffen und diese Vintage-Alben oder Bücher, Vintage-Journals fertig bekommen. Denn da sollen irgendwann mal meine selbstgeschriebenen Gedichte aus meiner Jugend rein, aus meiner Kindheit und Jugend. Und ja, deswegen freut mich das einfach, dass ich da jetzt wieder den ja, Lauf aufgenommen habe oder den Faden aufgenommen habe, Anlauf genommen habe, da wirklich wieder aktiv drin zu sein. Ich möchte auch noch ganz, ganz viele Seiten gestalten, denn ich bin ja auch nächste Woche in Füssen und ich werde dann auch nach Garmisch-Partenkirchen zur Partnachtklamm fahren. Und da gibt es dann natürlich auch noch ganz, ganz viel, was ich euch dann danach zeigen werde. Und ja, dementsprechend möchte ich einfach nicht zu viel durcheinander mischen und mixen. Deswegen kommt auch so gut wie jeden Tag einfach gerade ein Video hoch, weil ich es mir jetzt auch einfach gemacht habe. Ich habe viele Videos auf einmal aufgenommen und vertone die jetzt ganz entspannt nach, dass ich ja hier einfach gut durchkomme und ja einfach auch mal wieder die Kreativität, die ich hier im Alltag habe, einfach auch mal wieder mit euch teilen kann. Ja, es geht mal besser, es geht mal schlechter. An manchen Tagen geht gar nichts mit Videos, an anderen da entstehen dann auf einmal 5 oder 6 Videos am Tag, die ich klar natürlich bearbeiten und nachvertonen will, muss, möchte. Und ja, genau. Ich habe super, super, super viel noch Vintage-Papier hier und jetzt ist es mir einfach mal extrem wichtig, dass ich damit bastel, ja, dass ich einfach irgendwas geschafft habe, dass ich irgendwas geschafft habe, mit irgendwas fertig bin und ja, hier auch mal wieder so einen Durchblick, so einen richtigen Überblick bekommen, was habe ich in meinen Schubladen unten im Bastelbereich noch drin. Was für Projekte kann ich noch mit euch teilen, kann ich noch machen, kann ich euch noch zeigen. Und ja, es ist einfach schön, dass der Kanal wieder so ein bisschen lebendig wird und einfach auch mal wieder sich was bewegt und dass halt auch ja, einige ganz liebe Menschen hängen geblieben sind, die halt keinen Schmerz damit haben, dass der Kanal nicht mehr überläuft mit irgendwelchen Hauls von irgendwelchem Zeug, das eh kein Mensch braucht. Und deswegen habe ich auch den anderen Kanal geöffnet. Ich hatte ja auch den Familienkanal geöffnet, wo es halt wirklich rund um teilweise auch wirklich um Hauls geht. Wenn ich halt mal was kaufe. Und ja, einfach so Alltag. Einfach so kompletter und totaler Alltag. Also, genau. Das finde ich einfach auch wichtig, dass die Kreativbastelstube halt einfach nicht
vollgeböllert mit irgendwelchen Hauls. Ich meine, klar, hier mal ein Haul und da mal ein Haul, wenn irgendwas Kreatives ist, wie zum Beispiel, als ich in Berlin bei Schwesterherz und RSVP war, als ich in Düsseldorf bei Ding, na, wo war ich da gewesen? Bei, jetzt ist mir der Name entfallen. Ach toll. Als ich, na, ja, genau. Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich bin voll verpeilt. Als ich halt in Düsseldorf war und mir den Kaweco geholt habe und noch ein paar andere Sachen. Klar, natürlich, dass ich euch das zeige, weil das einfach kreativ auch noch dazugehört. Aber halt nicht den ganzen Kanal mit irgendeinem Zeug voll böllern, das eigentlich mit Kreativität so gut wie überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und halt wirklich krass und heftig back to the roots. Also wirklich krass und heftig back to the roots. Das war mir halt ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Und mir fällt gerade auf, ich habe dieses Jahr überhaupt keinen Geburtstags-Shopping-Haul gemacht, ne? Für den Kreativkanal. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe mir eigentlich kaum was, ich habe mir selber kaum was zum Geburtstag geholt. Ja, warum auch? Ich habe ja alles. Ja. Ich habe dann auch endlich mal diese selbstgebastelten Fahrkarten verwendet, die ich ja vor einigen Jahren wirklich mal gebastelt habe. Also es ist total cool, dass jetzt einfach auch diese Sachen wieder rauskommen. Und ja, dass das einfach auch mal wieder auf den Tisch kommt. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass sowas einfach auch verarbeitet wird. Weil, ja, es ist schade. Es ist einfach schade gewesen, dass die Sachen so krass lange echt in der Ecke liegen. Und ich bin gerade auch echt am Gucken und am Suchen, wann ich das letzte Mal so so ein Plan with Mia Klebeschnipsel Bastelspaß Video wirklich hochgeladen habe. Also, es ist schon heftig lang her. Sehr, sehr krass. Ja, aber wie gesagt, ihr seht, so ganz aus dem Tritt bin ich dann doch nicht raus. Also man rutscht dann relativ leicht doch wieder rein. Und da bin ich auch wirklich dankbar für. Also da bin ich wirklich extrem dankbar für, dass ich da so leicht wieder reingekommen bin, weil wenn man es halt doch eine Weile nicht oder nicht auf die Art und Weise bastelt, dann ist es schon krass schwer. Ja, und da habe ich jetzt, glaube ich, ein Video gefunden. Ich weiß gar nicht, auf wann das datiert ist, wann ich das Datum sehe. Aber schon echt 4.2.22. Ey, ganz ehrlich, über 2 Jahre. Hey, das muss man sich mal geben. Über 2 Jahre. Am 4. Februar 2022 ist das letzte Klebeschnipsel-Spaß-Video hier hochgeladen worden. Also das ist schon echt schade, ne? 2 Jahre lagen die Sachen im Schrank. Gott sei Dank habe ich die jetzt die Tage wieder rausgezogen, als mein Mann über Nacht bei seinem Kumpel war und habe da wirklich über einen späten Nachmittagabend extrem viele Videos abgedreht. Ja. Weil dann können da einfach mal auch, ich denke, ich werde auch ein paar Gedichte von meinem Opa mit reingeben, die er mir geschenkt hat, die er selber geschrieben hat und werde die dann hier oben in unsere Regale reinstellen, dass wir sie halt einfach immer wieder alle lesen können. Ja. Genau. Aber ich freue mich gerade echt, dass ich hier einfach jetzt mal diese, ja, diese Eintritts- oder Fahrkarten, dass ich die jetzt da drin wirklich mal wieder angefangen habe zu verarbeiten. Und ja,
macht mich echt happy, macht mich glücklich. Weil, hey, boah, über 2 Jahre, hä? 2 Jahre und 3 Monate. Also hätte ich jetzt den Monat nicht angefangen, dann wären es sogar 2 Jahre und 4 Monate gewesen, dass die Bücher wirklich einfach nur in der Schublade lagen. Ohne irgendwie eine Verwendung. Und das finde ich immer so schade. Ich habe nämlich auch mal den kompletten Schrank durchgesichtet und habe mal wirklich komplett geguckt, wie viele Travel Journals ich überhaupt habe. Und dass die eigentlich auch noch alles so gut wie unbenutzt sind und einfach nur in Schubladen liegen. Also da muss ich mir auch noch was überlegen. Das muss ich mir definitiv auch noch angucken. Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt echt mega zufrieden, wie sich das hier jetzt alles entwickelt und wie ich hier vorankomme. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Angucken. Ihr konntet vielleicht irgendwie ein bisschen kreativen Input mitnehmen. Habt vielleicht selber nebenbei ein bisschen gebastelt und ja, hattet Freude und einen schönen Zeitvertreib mit dem Video. Genau. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag. Ja. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.